Was geht ab, ihr Zeus-Tier? Willkommen! Vogelbeine mag ich sehr. Sie sind ein leckeres Dessert. Wow! Wieder eine Reimkette des Todes. Wow! Angriff der Killer. Egal. So, jetzt würde ich sagen, holen wir uns die Stiefel und laufen mal durch, weil ich glaube, da ist irgendwas richtig Cooles da hinten. Was ist da? Was ist da? Stiefel! Hopp, hopp, oh, hopp, 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 hopp. Schnell, 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 schnell. Weil wir halten nicht lange, glaube ich, zumindest. Wir müssen da durch. Die halten viel länger als gewöhnlich. Wow! Der gibt doch jetzt Gas. Oh oh. Jetzt er! Wo geht's da? Ach genau! Da kommt man irgendwie nicht rein. Das ist zu. Oder? Oder ist Moment. Aber ich glaube, das war so ein Ding, das haben sie reingebaut ins Spiel. Und wollten es im zweiten Teil irgendwie auflösen. Nee, man kann sogar reingehen. Aber jetzt nicht weiter. Ich musste als Krokodil rein. Alles reintun. Ging das nochmal? Nein. Ah, per Hand. Was ist das für ein Spiel? Das ist Banjo-Kazooie, Leute. Das muss doch kennen. Beste Spieler Zeiten. Gibt kein besseres Spiel. Juhu! Ein neues Level! Freezy Peak! Freezy... Nein. Freezy... Ach, egal. Okay, wir brauchen ganz kurz... Nein, nicht rutschen. Wir brauchen die Stiefel schnell. Und ich glaube, ich muss nochmal... Ich glaube, ich muss das Krokodil rein, Leute. Also... Nochmal schnell ins Level rein und ich verwandle mich zum Krokodil. So. Und rein mit uns. Freezy Peak, lol. Ja. Hä? Was war denn das gerade? Voll das falsche Bild. Okay. So, komm her, du. Und go. Ach, die Musik ist auch top. Los, los, beweg dich, du fauler. Beweg dich jetzt. Du fauler Vogel, du. Lang, glaube ich, gell? Genau. Oh, das Ding endet gleich. Ah, ich bin wieder der Oberhammer. Ihr guckt hier wirklich einen Pro-Gamer zu, Leute. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. So, wir laufen hier hoch schnell. Und langsam habe ich die Steuerung auch wieder richtig raus. Man braucht nur ein bisschen reinzukommen. Und? Digi, der wollte mich angreifen. So, die Musik brauchen wir diesmal nicht. Deswegen laufen wir ganz schnell. Aber ich finde, die 100 Musik bei uns sammeln ist gar nicht mal so schwierig. Aber vielleicht gibt es später Levels, wo es schwieriger wird. Mal gucken, ich will es nicht so viel raushauen. Warum muss ich mal das blöde Labyrinth laufen? Das nervt voll. Labyrinth, Labyrinth. Das Maze halt. Okay. So. Und... dann sind wir schon gleich in Nimbus-Höhle. Weil mit der Ameise zum Beispiel mussten wir ja auch raus. Es gab in Tracer Trophy Kopf gar kein Mumbo-Schädel, gell? Voll erstaunlich eigentlich. Mir hätte sich ja bei... Hätte der gepasst? Bei Piraten? Was war's denn? Was ist da verwandelt? Vielleicht zu einem Hai oder so? Oh, genau! Der hat mich in eine Waschmaschine verwandelt. So ein Witzbold. Aber ich wäre gerne Waschmaschine gewesen. So. Warum lässt du alle Noten aus? Weil ich sie nicht brauche. Ich habe sie schon gesammelt, die 100. Das wird gespeichert. Das heißt, ich muss sie nicht nochmal sammeln. Mit dem Level komplett durch. Ich bin nur hier, um mich schnell
Hoppala. Um mich als Krokodil zu wandeln und rauszulaufen, weil ich glaube, durch dieses Eisding können wir als Krokodil durch. Wo geht's nochmal raus? Ich glaube hier rechts, glaube ich, gell? Ja, genau. Los! Vorwärts! Schneller! Und wackel nicht so mit dem Schwanz beim Laufen. Du bist doch kein Hund. Das sagen sie mir privat auch immer, dass ich aufhören soll, mit dem Schwanz zu wackeln. Das wäre schon voller Grand-Humor. So! Oder wer macht solche Witze ganz gern? Ich glaube, Nintendo macht auch solche Witze gerne. Juhu! So! Dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir jetzt, genau. Ich glaube, es gibt aber 8, kann ich haben. Und dann das Ganze sogar nochmal mal 2 am Ende. Aber das werdet ihr dann sehen, das ist ziemlich cool. Aber da wir einen 100% Run machen, werde ich ja auch die volle Leistung aus Banjo rausholen. Ich glaube, es gibt auch irgendwann so Cheat-Bücher. Ah, ich muss nochmal nachgucken. So, schau mal. Aber wir mussten eh als Banjo ganz kurz hier rein, also haben wir schon richtig gemacht. Das sofort verwandeln wäre falsch gewesen. Weil das Eisbock muss erstmal weghauen. So, und durch mit uns. Ja, es geht, wusste ich's doch. Das ist wie Metroid hier, mit dem Ball. Wow. Ich bin Cheeto, das magische Zauberbuch. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Schweige! Du verlaust das Buch, sonst trifft dich mein böser Fluch. Diese Hexe hat das Buch verschlammt. Ihr habt mich gefunden. Das ist eure Chance. Die werden wir nutzen. Rückt mit den Cheats heraus, Zauberbüchlein. Ein Zauber will ich verraten. Gib auf dem Boden der Sandburg an der Trace Trossy Cove. Ah, den kennen wir noch, gell? Den Code. Blubeck. Was war da Blubberex? Habt ihr es gesehen? Das müssen wir eingeben. Mann, war das schnell. Habt ihr es lesen können? Ich will euch ein Rezept verraten. Ich mach den besten Bärenbraten. Blue Eggs. Ah, Blue Eggs. Blaue Eier. Dann würde ich sagen, machen wir das doch, oder? Blue Eggs. Juhu! Zio ist 1800 Sekunden älter geworden. Bestimmt nicht. Ich werde nicht älter. Ich werde nur noch jünger und schöner. Ich habe eine Nachricht auf Insta geschrieben. Wäre nice, wenn du antworten könntest. Muss mal nachgucken. Auf Instagram habe ich leider schon sehr viele Nachrichten drinnen. Dass da oben so plus 99 steht. Also das heißt, eventuell weiß ich nicht, wer du bist. Ich glaube, es war mit 3 E's. Es war schon Blue X. Die Cheats sind eigentlich, was? Sie hat Blue X, wenn er besoffen ist. Leute. Eure Witze sind doch. Zauber alle. Alle. Oh oh. Der Sack kommt. Nein! Und schalt durch. Darf ich sagen, mach mal den Cheat gleich, oder? Bevor wir es vergessen. Blue X, das holen wir uns jetzt. Wie komme ich da durch? Keine Ahnung. Müssen wir nur noch rausfinden. Wow! Wie durch die Gegend. Ich finde es so lustig, wie durch die Gegend läuft. Mit oben hinten so. Könnte hergehatscht, das ist so witzig. Okay. Wir müssen hier rüber und da unten rein. Und rein mit uns. Oh, das ist eine Krabbe, wusste ich gar nicht mehr. Und rein mit uns ins alte Level, das kennen wir ja von früher noch. Schon wieder dieser Bug. Okay. Genau, wir müssen da rein in diese Burg hier. Das geht aber nur, wenn wir. Ich glaube, mit Tauchen geht das nicht, wir müssen das Wasser schon ablassen. Wir doch nochmal alte Levels zurück, da schau her. Ja, die perversen. Was? Ja, bei den perversen Katzentypen. Hä? Egal. Wie geht's nochmal? Falsch. Oh, Moment. Ah. Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Loch gestopft. Versteht ihr? Es hängt mal wieder supergeil.
und rein mit uns. Blue Eggs. Okay, das testen wir. Wo ist das B? Bl, bl, bl. Hä? Sorry. Wo ist das L? Ist das doch ein L, oder? Ach, das ist das L. War ein I. Okay. Blue, ey. Nochmal geht ab. Geht's gleich nochmal? Ja. X. X mit Doppel-G, oder? Und S. Und Eier gehören euch. Ab jetzt könnt ihr bis zu 200 Eier tragen. Es ist die alte Leier. Helf nicht einmal blaue Eier. Sie hat das Loch mit Blue Eggs gestopft. Mit seinen blauen Eiern, ja. So, jetzt können wir 200 Eier tragen mittlerweile. Eigentlich ist nicht so wichtig. 100 reichen völlig normalerweise. Aber ich finde es ganz cool, dass wir es gemacht haben, weil dann haben wir einfach auf 100% das Ganze. Oh Gott, jetzt habe ich Kopfkino. Ja, Leute. Ihr seid schrecklich. So. Jetzt schauen wir mal. Später bestelle ich mir auf alle Fälle Spaghetti Bolognese, weil ich Hunger habe. Ho, 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 ho. Und vielleicht kaufe ich mir eine Cola dazu. Wir laufen hoch nach oben und schauen, dass wir ins nächste Level kommen. Nenn den Part doch Eierparty. Ja, vielleicht. Oder 200 blaue Eier. Oh, ja, bin hochgekommen. Hallo, ich hab A gedrückt. Für diese Tür brauchen wir 260, wir haben aber 300. Da verbeuge ich mich doch. Ich grille gerade. Wo sind denn wir jetzt gelandet? Okay, geht's noch. Was geht's? Was kann ich da machen? Ich kann da durch. Wo geht's da hin? Es ruckelt ein bisschen, oder? Okay, jetzt ist eine komische Platte aufgetaucht. Was kann ich mit der machen? Wow! Mittlerweile ist ja schon blau. Wenn du dich entscheiden müsstest, welchen Tür musst. Würdest du lieber Bradley-Lemacher sein? Du fragst mich Sachen. Ich glaube, das war für später. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Da sind Gummistiefel drinnen. Die brauchen wir. Genau, aber ich glaube, der Sarg geht, glaube ich, auf. Und dafür braucht man dann. Weil ich glaube, hier hoch, die Phase müssen wir gar nicht. Oder? Doch! Hexenhut, der gesprengt worden ist. Jetzt haben wir schon 4 in der Contillas Welt. Gibt nämlich auch 10 Puzzleteile, gibt es auch in der Contillas Welt. Ich wollte wieder Seitwärtssprung machen. Geht doch gar nicht, du Idiot. Das ist nicht bei Super Mario 64. Oh, krass. Okay, aber zum Wüstenwelt brauchen wir ja gar nicht gehen. Weil da hinten, wir können da nicht rein in die Welt. Also müssen wir, wohl übel, da hoch erst einmal. Aber die sind nicht offen, die Wüstenwelt. Genau. Ich sehe euch hier aus der Hölle. Höhe. In meinem Bett. Da tanzen Flöhe. Warum sagt sie uns das? Das ist eine Information, die brauchen wir eigentlich an sich gar nicht. Falls ich ziemlich kacke aussehe, es liegt daran, dass ich ganz schön verschwitzt bin. So. Okay, da sind 350. Da kommen wir noch nicht rein. Das ist was für später. Was ist das hier? Kann ich das gar aufmachen? Das geht scheinbar erstmal nicht. Ach, die halten arsch viel aus, das weiß ich noch. Ich glaube, 3 Schläge oder so brauchst du da. Aber das sind. Jetzt mittlerweile haben diese Bienen um sich rum. Muss man aufpassen, die stechen einen. Dann müssen wir wohl in die Eiswelt gehen, weil die ist die einzige Welt, die schon offen ist.
Kann das müssen wir noch nicht machen. Das müssen wir später machen. Kann ich, sonst war ja nichts, gell? Ja gut, dann würde ich sagen, betreten wir jetzt die neue Welt. Was? Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Mach mal sehen, ob ihr ihn findet. Bestimmt, Bottles, bestimmt. Die Welt ist ein bisschen eklig, weil wir haben jetzt hier wirklich, wir rutschen hier. Seht ihr das? Ich loslasse, rutschen wir noch gut lange dahin. Also wir können nicht gleich stehen bleiben. Tschüss, ich gehe jetzt. Vielleicht bis später. Bis dann. Oh nein, was ist hier los? Heul. Wo sind die Geschenke? Unser Papa Boogie wollte uns etwas mitbringen und ist schon so lange weg. Heul. Oh, die Armen. Oh, süßes Bild. Was ist mit dir? Die weinen sie alle. Die weinen alle, weil sie keine Geschenke haben. Das heißt, wir müssen den Vater finden. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Boah, ist das steil. Da ist er. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte dieses funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte helft dem armen Brocki. Aua. Hm, würde ich sagen, machen wir doch mal. Ach, das geht nicht, gell? Das geht nicht, weil wir müssen da, wir brauchen da viel mehr Anlauf. Das wäre auch ein bisschen zu einfach. So, Musiknoten. Wow. Okay. Und jetzt haben wir hier eine unglaublich große Welt, wenn sich hier umschaut. Aber... Wow. Alter, der hat mich sogar getroffen. Was ist da los? Okay, was ist hier? Wir sind die Twinkles. Beschütz uns auf dem Weg zum Baum vor dem Lichtfressern. Dann können wir den Baum beleuchten. Okay. Genau, wir müssen... Wir müssen die töten, genau. Scheiße. Einfach immer alle drei kaputt machen, dass ein paar durch können. Die Lichtfresser, ist ein Scheiß. Da drüben noch schnell. Nein! Fressen wir alles auf. Nicht so schnell! Nicht so schnell. Okay, sie kommen alle durch. Ich weiß, als Kind habe ich das super schwer gefunden, weil ich nicht verstanden habe, was die von mir wollen. Aber dabei ist es ja eigentlich nicht schwer. Du musst einfach nur gucken, dass du die weg hast, weil es fehlen eh noch zwei. Ist schon fertig, oder? Ja. Ein On-Knopf? Puh, ziemlich knapp. Aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. Wow. Faceblöcke als Gegner. Das ist ja kreativ. So, Musik wurde eingesammelt, sehr schön. Den Schalter muss ich wahrscheinlich einfach nur anschießen, glaube ich. Aua! So, einsammeln. Genau, und dann schießen wir den mal an. Okay. Du bist der Meister. Hey, rutsch mal nicht so rum, du Scheißbär. So, go. Hurra, findet den Stern und wir werden euch belohnen. Beeilung ist angesagt. Ach so. Oh Gott, das ist ein Riesenaufwand für ein blödes Puzzleteil. Ist ja Wahnsinn. Oh, das ist ein Totenschädel sogar. Ein Ikum Bokum.
Hey, Ameisen. Und das ist ein Geschenk. Gut, erstmal hoch zum Stern. Muss ich zuerst... Ich glaube, ich muss durchfliegen durch den Stern. Moment. Hurra! Findet den Stern. Ich glaube, ich muss durchfliegen. Moment. Soweit ich weiß, ist mich hier eine Flugplatte oder so. Ja. So. Oh, wie schön der Stern aussieht. Nochmal hoch. Und durch mit uns. Ah, wir müssen mehrmals durch, scheinbar. Sehr schön. Letzte Drehung. Achso, drehen, Kamera drehen geht gar nicht. Wir müssen durch das Fliegen die Kamera drehen. Und nochmal durch. Sind die krank? Ist das ein Riesenaufwand für ein Puzzleteil? So. Aber das Geschenk muss dann den kleinen Bären geben, oder was? So. Rutscht der Stöpsel raus. So. Da, Geschenk. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Oh, oh, klingt ein bisschen pädophil. So. Wir sammeln schon die Musiknoten ein. So. Die Dreh hat eh erstaunlich lang gedauert, finde ich. Was ist hier? Hier war nur Quatsch, gell? Nur Federn brauchen wir nicht. Obwohl, eigentlich brauchen wir doch, diesmal brauchen wir schon Federn. Alter, 200 Federn, das ist echt schon krass. Und go. Und los. Bei mir ist das Haus, glaube ich, klar. Was? Stolz? Was? Stolzes Slytherin? Da schreit der Banjo. So, Igum Bokum, eingesammelt schon? Habe ich schon, gut. Gut, dann ist die Sache hier gegessen schon mal und dann können wir weitermachen. Ein Puzzleteil haben wir, fehlen noch 9. Nicht schlecht. War nicht sogar hier der Maushügel irgendwo? Ich glaube schon. Oh Gott. Oh, ich habe hier ein Icon Bokum eingesammelt. Ein Icon Bokum. Der das am Ausflug hatten gesehen. Aber erstmal den Junior holen. Denn wie immer, Alter, die scheiß blöden Weihnachtsmänner. Juhu! Und auf geht's, Bottles. Erklär mir den neuen Move. Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kasui. Klingt super. Erzähl mehr. Blind schleiche. Wenn du fliegst, drücke den B-Knopf, um im Sturzflug auf ein Ziel herabzuschießen. Ziele genau, denn jeder Versuch kostet eine rote Feder. Eine ganze rote Feder. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Seht ihr, das heißt Energie. Jeder kennt ihr, jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Sehr schön. Dankeschön, Bottles. Bist immer für was für nette Späße zu haben. So, Leute, jetzt führ's mal vor. Au! Okay. Genau, zum Beispiel hier diese Knöpfe müssen wir, glaube ich, rein. Die müssen wir rein knallen. Oh mein Gott! Ich will dich heiraten. Was, warum? Moment, jetzt hier. Sehr schön. Noch höher, noch höher, noch höher und hier nochmal. Ein Puzzleteil. Hoppla. Und ich glaube, wir müssen auch, jetzt werden wir schon fliegen, machen wir gleich alles zusammen, wir müssen die Schneemänner töten, soweit ich weiß.
Ich glaube, warum nochmal? Ich glaube, unter einem Schneemann ist sogar so ein... Genau, Moment. Alter. Alter. Gar nicht so easy, die zu treffen. Aber die haben so ein rotes Kreuz auf dem Kopf. Die muss man erschießen können. Das ist ein Contilla-Schalter, das ist schon mal arschgut. Du bist der Nächste, den ich angreife. Ein Mumbo-Schädel, nicht schlecht. Das ist ein Mumbus-Haus, tatsächlich. Und das ist leere Honigwabe, wusste ich's doch. Muss man's merken, wo ist noch einer? Wir töten gleich mal alle, weil dann haben wir die... Ich glaube, die spawnen mich, glaube ich, nicht. Eine goldene Feder, brauchen wir nicht. Eher uninteressant. Da ist eine Höhle, die merken wir uns auch noch. Ah, hier haben noch so viel zu tun, Leute. Sehr schön. Dann sind alle tot. Okay. Wir machen ganz, ganz kurz. Jetzt, wo ich. Nee, ich habe keine Feder mehr. Ah, scheiß drauf, wir landen. Und wir sammeln den roten Federn hier ein. Jo. Haben wir jetzt viel einzusammeln? Ein Puzzleteil, den Godzilla. Aua! Ist das dir Wasser zu kalt, Benjo? Dann bleibe lieber draußen. Das ist echt clever, danke. Hoppala. Ja, da rutscht hier. Unglaublich, das ist echt krass. Wow! Schön. Dankeschön. Sehr lieb. Okay, Moment. Als Nächstes ganz kurz hier rüber. Oh oh. Okay, Moment. Wegen Musiknoten hätte ich gerne. Hallo. Musiknoten. Musiknoten! Ich sag dir Musiknoten jetzt. Und dann können wir rüber. Und nochmal. Okay. Einsammeln. Noch ein Ikumbokum. 15 Stück schon, nicht schlecht. Gleich haben wir ein goldenes Puzzleteil, Leute. Das ist dann der erste zweite, glaube ich. Aber oben ist er noch... Ich habe ein ganz komisches Ohr. So. Gleich klebe ich das Ding mit Superkleber auch fest in meinem Ohr. Ist eine gute Idee, oder? So. Und zack. Lieblings-Harry Potter-Teil? Boah, keine Ahnung. Vielleicht sogar den ersten Teil, weil der einfach so süß war. Könnt ihr gerne mal euren Lieblings-Harry Potter-Teil in die Kommentare schreiben. Vielleicht seid ihr meiner Meinung oder auch nicht. So wie ich euch kenne, eher nicht. Weil wer mag schon den ersten Teil? So, wo war die leere Honigwabe nochmal? Das ist ein Geschenk. Das holen wir uns schnell. Hoppala. Und. Ach, ich brauche für jeden vielen Bär ein Geschenk. Brrr, es ist so kalt. Ich könnte etwas Wärme gebrauchen. Alles klar, Digi, alles klar. Na, hier war die leere Honigwabe. Ich finde, die Häuser sind ja bis zum... Die sind voll eingeschneit worden, die Häuser. Da drin ist sogar Licht an. Der drin wohnt, der hat sicher Probleme jetzt. So, einsammeln. Schon haben wir fast, oh. Was ist da? Flugplatte. Ja, das ist sehr gut. Wir müssen nach oben. Ikumbokum. Genau, den Schal, glaube ich, müssen wir auch entlang laufen. Aber jetzt fliegen wir erstmal ganz hoch. Ist das ein fetter Schneemann? Ich mag die letzten drei Teile am liebsten. Die sind aber sehr, sehr, sehr düster, die letzten Teile, oder? Aber wenn du meinst. Oh, ist noch höher. Ist das ein Zylinder? Leck mich am Arsch. Boah. Das kann es Ärger geben. Ja, wusste ich's. Alter. Boah, ich darf jetzt nicht runterfallen. Weil die Dinger brauchen wir jetzt. Und generell wäre das ein gigantischer Sturz, wenn wir runterfallen. Und soweit ich weiß, war irgendwas Cooles in der Pfeife des Schneemanns. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall runterfallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 51 Musiknoten. Die Hälfte haben wir schon mal geschafft, das ist super.
Ich glaube, mit 350 können wir sogar schon die nächste Tür aufmachen, theoretisch. Aber wir machen sowieso alles 100%, Leute. 100% Run. Muss sein. So. Ist hier irgendwas eigentlich? Wo sind hier nur Eier? Eier! So geil, ich habe heute ohne Scheiß einfach nur 3 gekochte Eier gegessen. Ohne Brot, mit nix. Ich habe sie ja gesalzen. Ich habe wirklich nichts gemacht damit, weil ich einfach nichts habe. Ich bin... Was ist da drüben? Ein Chinyu. Oh, ich traue mich nicht. Aber ich muss mir den holen, das hilft nichts. Das ist der Schlitten. Oh, scheiße. Gut, wir müssen sowieso dann nochmal hier hoch. Okay, ich gehe rüber. Ich gehe rüber. Sehr schön. Da oben ist der Besen. Wie kommen wir da hin? Ach, das ist die Sprungplatte. Ich meine, der Besen, meine die Pfeife habe ich gemeint. Ich bin so eine Pfeife. Stopp. Achso, man kommt dann so über die Nase nach oben. Aber jetzt laufe ich erst einmal hier entlang. Ja, da ist ein Puzzleteil drin. Da! Ich komme jetzt nicht mehr hoch, oder? Das wollte ich halt gar nicht machen. Okay, wir müssen alles nochmal gehen. Aber ist eh nicht schlimm, weil wir müssen sowieso den Schal... Oh oh, das wird wehtun. Ich glaube, das überlebe ich lange nicht. Ich bin bald tot. Halt, stopp, das ist eine Energie. Energie! Und gleich rüber mit mir. Oh. Ikum Bokum. Ikum Bokum. So, und rüber mit mir. Nein, das schaffe ich nicht. Hauptsächlich sammle Energie und tue mir dann gleich wieder weh. Das ist eine Leistung. Sehr kontraproduktiv. Und drüber mit mir! So! ist es philosophisch, wenn man Dumbledore mit Harry Potter schippt? Ich weiß nur, dass es gar nicht mal so falsch ist, weil Dumbledore soll ja auch homosexuell sein, habe ich gehört. Zumindest hat J.K. Rowling da mal irgendwas gesagt im Interview. So, und schon bin ich wieder voll Energie. So, und jetzt kommt was Witziges, denn jetzt hören wir durchgehend 2 Geräusche. Das immer wieder. Ach, voll schön, wie sie es getarnt haben, gell? Bei Rot machen sie eine Feder hin. Und bei Gelb machen sie eine Musiknote hin. Halt! So. Und jetzt benutzen wir den Schlitten. Und los! Oh! Das tut gut. Hey, ihr habt einen Schlitten gefunden. Ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde. Was für ein Fettsack. Und hier ist das Puzzleteil. Wir haben ja schon das dritte, oder? Das vierte. Vierte sogar schon. Bald die Hälfte geschafft, Leute. Ich gehe jetzt kurz den kleinen Kindern und werfe denen mal die Geschenke hin, wenn ich schon hier bin gerade. Aber ich glaube, die werden vermutlich 3 Stück brauchen, gell? 2 reicht denen nicht. Die sind da viel zu... Ja. Die sind da viel zu... Hui! Wow, danke, brauner Bär. Aber er weint noch. Kannst du dich nicht für deine Kollegen freuen? Moment mal ganz kurz. Die leere Honig war aber nicht da drinnen auf dem Tisch, oder? Nee. Wäre ein guter Ort gewesen für eine leere Honigwabe. Eine haben wir ja schon, genau, eine haben wir schon. Jetzt bin ich gespannt, ob die nachgespawnt sind, die blöden Schneemänner. Oder ob die jetzt weg sind. Ich hoffe, dass sie weg sind. Das ist echt blöd.
Ja, die bleiben weg. Perfekt. Jetzt gehen wir mal hier hoch, weil ich glaube, hier oben ist das Rennen, genau. Arschgeil, das machen wir jetzt noch. Rennen ist super. So. Jo. Hi, Freunde. Niemand will gegen mich antreten. Wir hauen dich in die Pfanne, Bärchen. Sorry, ihr passt nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleinen Gegner. Ah, da müssten wir 100 Pro zu Mumbo. Erstmal. Wow, wow. Das machen wir mal. Wo war Mumbo nochmal? Da drüben war er. Weil der verwandelt uns bestimmt in etwas Kleines. Oh, da sind noch Musiknoten oben drauf, sehe ich gerade. So, ja, eh bald alle. Wie komme ich denn da rüber jetzt? Ach, scheiß drauf. Brr. So. Ah, für Rückweg haben sie die Stiefeln getan. Wie nett. So, renn mit uns. Oh, der Penta. 15 will er haben. Da oben ist ein Genio, den holen wir uns. Oh, da sind gar Musiknoten oben drin. Hallo? Jetzt. Yes! Nummer 2. Wir haben erst 2 Stück gefunden. Das war nicht gut. Keine gute Bilanz. Okay, 87, also 13 Noten fehlen noch. Jetzt haben wir ihn aufgeweckt. Und los geht's. Yeah! Banjo jetzt ganz dick und große Zähne haben. Muss ich gleich wieder an die Seeruppen denken, die ich bei der Endcut von CS Internet immer verwende. Okay. Oh, einsammeln. Genau, jetzt können wir ins Wasser rumlaufen. Ähnlich wie beim Sumpf das war. Und hier sind ja Musiknoten, die wir vorher nicht einsammeln konnten. Noch 10. Noch 9. Nur noch 8. 7. 6. 5 und 4. Okay, also egal wo sie sind, die letzten, die sind sicher beisammen. Die 4 Stück. Ist selten einfach nur eine irgendwo positioniert. Habe ich jetzt vielleicht bei Tracer Trosikov hatten wir das mal. Sonst nie. So, dann machen wir jetzt das Rennen. Ich bin jetzt Mitglied des Kanals. Ah, danke schön. Sehr lieb. Warum ist sie jetzt eine Robbe? Ach, Leute. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpf auf den Schlitten. Klammern. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalompfosten oder Slalomstangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar? 3, 2, 1. Halt die Fresse! Oh shit, Leute. Okay. Oh Gott! Oh nein! Der ist viel schneller wie ich. Was? Als ob wir jetzt nach oben. Alter. Gibt ganz schön Gas, der Typ. Wow. Alter, über die Hausdecke drüber. Ist ja krass. Wow. Alter, gibt der Typ ganz schön Gas. Wow. Der hat mich eingeholt. Ich hab mich eingeholt. Bitte hör auf. Warte. Warte auf mich. Komm mal weg, du Dicker. Ja! Ich bin eingeholt. Da sind sie! Da sind sie! Die letzten 4! Ja! Wow! Du bist gut in Form, Kumpel. Respekt. Das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schlechteren Gegner. Und go.
dann würde ich sagen, war's für diesen Part. Dankeschön fürs Einschalten. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Theo hüpft als fette Robbe durch die Gegend. Und dann euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß, bis dann, bis zum nächsten Mal. Und ich bin raus. Juhu!